PT 174 Premium. Ich konnte jetzt leider, weil ich es bekommen habe, nicht sehen, wie teuer. Partner, wie teuer. Ich habe Torpedos, ich habe MG 40 mm und 20 mm. Ich habe eine hübsche Tarnung. Jetzt ist schon, als das ist ein Copy-Paste oder. Ein Tausender. Tausende von der Tarnung, ja. Ja. Erst fort. Yep, one buffer. Gunners are searching for airborne and surface targets. Gunners are searching for airborne targets. Ihr dürft auch gern mal treffen. Haben sie die Flugzeug, also haben sie die AA genervt? Wurde die genervt? Oh, dann pingen wir mal. Ping. Ping. The enemy ship sank. Gegen das Hintere dürfte ich wahrscheinlich wieder nicht durchkommen. Hey, ich habe was gelb gemacht, was auch immer. Könnt ihr das Ding mal kaputt machen? Glaube ich bin. Ich bin gespannt, ob diese Tarnungsart im Spiel dann tatsächlich auch funktioniert. Ein Torpedo los. Und umdrehen. Die amerikanischen Boote wurden hauptsächlich im Pazifik eingesetzt, oder? Ja, stimmt. Selbst in der B wird mir ja mittlerweile Entfernung und so weiter weggenommen. Okay, passt. Ja, sorry. Typical PT-Boot. Yep, it is. I mean, the only special is the 40 mm in the front and the camouflage. Threat in the air. 1000. Aircraft down. Finally. Thank you. Die Torpedos sind auch langsam. Wie schnell sind denn die? 56 km/h, Reichweite 5,121 Kilometer. Wie weit bin ich weg? 2 irgendwas, oder? 1,7, okay. Also wenn, würde ich es mir für die Camo kaufen, aber dann Tausender. Camos kosten normalerweise 2,50. Also sagen wir, also 2,50 für die Camo bleiben 750 für das Schiffchen. Ist das Schiffchen 750 Golden Eagles wert? If you have to run after ship, yes, but this is the typical torpedoes to spam into the spawn. And I think the main weapon is 40 mm to kill things. Ich glaube wirklich die 40 mm vorne ist das Hauptding. Mal gucken, welches BR das Ding hat und welche Multiplikatoren. Ein 7. Also für 150 mehr kriege ich das Ding. Was glaube ich auf 1,7 schon fast OP ist mit, das ist eine 3 Inch. Und ich habe das reguläre PT 103.
Ja, da fehlt halt die Gun vorne, ist im Prinzip das Alleinstellungsmerkmal. It is, it is, it is. I mean, with a 40 mm, it could be nearly OP on this BR. Not OP, but 248 zu 112. Kein SL-Bonus, nur ein XP-Bonus, okay. Also nur eine XP-Quante. Yep, it's going to farm. Aber nochmal, 1000 Golden Eagles. Again, minus 250 for regular price for camouflage. Hat das noch eine andere? Was ist das nur denn? Okay. Da kenne ich mich jetzt so wenig aus. Also im ersten Moment hätte ich gesagt, viel, wenn ihr euch bei den Schiffen durchqueren wollt, also bei den kleinen Schiffen, dann dürfte dieses Schiff hier fast OP sein mit der 40 mm vorne. Mit den Dingen der Hochseeflotte. Ich kann doch bloß bis 2,7. Wenn ich ein Hochseeflottenschiff in meinem Lineup habe, ja, also wenn ich jetzt suchen würde, ja. Aber wenn ich so suche, dann kann ich doch bloß mit 1,7 kann ich doch, also kann doch nur im Hochseegefecht mit dem Ding landen, wenn ich so starte. Also ich habe jetzt hier die Fletcher und suche jetzt ein Hochseegefecht. Genau, bei 3,3. Also ich kann maximal bis hier hinkommen, da die Hochseeflotte startet bei 3,3. Mit meinem Lineup, wie gesagt, ja, weil ich die Mitscher drin habe. Nicht die Fletcher, die Fitcher. Aber ansonsten maximal gegen die Dinger hier. Und da sind natürlich auch Brecher dabei, die viel sprayen können, aber ich bin schnell und ich habe eine 40 mm. Also ist zumindest nichts, was ich nicht wegpusten könnte. Vielleicht hier den typischen Russen. Hier, das dürfte vielleicht ein bisschen ein Problem sein, aber auch da dürfte ich wahrscheinlich überall ohne Probleme durchkommen. Ja. Und ich habe halt tak, 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 tak. Klar, wie gesagt, du hast recht, es gibt Dinger mit größer, also allein das hat größere Geschütze, aber das ist halt nicht tak, 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 sondern tak. Tak. Ja. Yeah. Das übliche Liner-Problem. Wie gesagt, also ob ich dafür 1000 ausgeben würde, wahrscheinlich nicht. Wartet auf den Sale.